Moin Leute, heute wieder eine Rutsche aus mein bestes Stück, heute Einkaufsberatung 62er Thunderbird. Das Besondere an diesem Thunderbird ist, nicht nur, dass er aus Dänemark kommt, weil er kommt ja eigentlich nicht aus Dänemark, kann man so sagen, ist seine Seitenlinie. Er ist wohl mal in den 60ern verändert worden mit einem Starliner-Ruf und soll wahrscheinlich ein vermisster Prototyp in den USA sein. So, und wenn ihr dann auf Probefahrt seid, selbstverständlich checken, ob alle Armaturen laufen, der Tacho läuft, der Kilometerzähler mitzählt, soweit alles in Funktion ist, wie Lüftung, Hupe, ganz wichtiges Utensil, falls die Bremse mal nicht will. Selbstverständlich darauf achten, Geräusche, Blinker, dass das alles in Funktion ist. Ja, und ganz wichtig, immer die Ohren auf, ob irgendwo irgendetwas komische Geräusche macht, quietscht, klappert. Gehört da alles nicht hin. Ja, bei unserem Kleinen hier funktioniert so die Uhr. Das ist natürlich dann erstmal tipptopp. Wobei das Wichtigste ist immer Temperatur und eure Spritanzeige. Wobei ich empfehle, egal was die Spritanzeige sagt, habt immer einen 5-Liter-Kanister mit an Bord. Weil die alten Benzinanzeigen, die können sich mal hängen oder sonst irgendwas. Und dann verarscht ihr euch. Ihr denkt, ihr fahrt immer noch viertelvoll durch die Gegend. Dabei ist das Ganze schon leer. Und das kann dann natürlich ärgerlich werden, gerade wenn ihr in irgendeinem Elbtunnel oder irgend sowas unterwegs seid und euch die Karre da mittendrin wegbleibt. Das ist scheiße. Darum immer vorsichtshalber einen 5-Liter-Kanister im Kofferraum und am besten auch Überbrückungskabel im Kofferraum. Und ganz wichtig mit den alten Autos, immer einen vernünftigen Sicherheitsabstand zu halten, weil ihr fahrt entweder mit Trommelbremsen oder alten Bremsen oder. Das heißt, ihr habt keine Chance gegen den Knallkörper vor euch, der sein ABS ausprobiert. Ihr verliert garantiert. So, und wenn ihr euch was Schickes gekauft habt, dann wollt ihr das ja nicht gleich im Kofferraum von dem anderen Kerl vor dir versenken, ne? So, wir gucken mal einmal Innenraum. Auch hier sollte es alles in Funktion sein. Tür geht auf, Licht geht an. Wir können es bequem reinsetzen, weil die Lenksäule kann man hier wunderbar beiseite schieben. Das war auch so ein neues Feature von Ford damals. Innenraum, wie sehen die Armaturen aus? Ist alles in Funktion, wenn er läuft? Funktioniert die Tankuhr? Funktioniert die Temperatur? Tacho, Licht, etc. Auch hier wiederum beachten, Ecken, Kanten, kein Rost, keine Blasen. Das sollte alles schier aussehen, ähnlich wie das hier bei unserem ist. Alles sauber und ordentlich. Also groß waren sie von innen für mich auf jeden Fall nicht groß genug. Ich fühle mich gerade im Thunderbird ein bisschen eingesperrt hier, weil du hast das Lenkrad mehr oder weniger vor der Brust. So, auch hier achten drauf, dass die Türen in Ordnung sind, keine Blasen. Was ihr auch mal schauen könnt, ist, matchen die Papiere, die VIN-Nummer, die ihr hier findet, matcht das den deutschen Brief und so weiter. Wir gehen mal davon aus, dass hier keiner Scheiße gebaut hat. Ganz wichtig ist, wenn man sich in den USA ein Auto kauft, ist dort wirklich die VIN-Matching mit dem, was ihr auf dem Titel findet. Weil dort habe ich das schon ganz, ganz viel erlebt. Eine Ziffer verdreht oder kann hinterher dann immer wieder Theater geben hier in Deutschland bei der Zulassung. Also auch mal Fahrgestellnummer kontrollieren mit den Papieren zusammen. Hier sieht man ganz schön, Spaltmaße waren früher noch nicht so gefordert, obwohl dieses Auto in einem exzellenten Zustand ist. Tür einstellen ist tatsächlich manchmal ein Akt, da kannst du den ganzen Tag dran verbringen, ehe das alles hundertprozentig sitzt. Dann natürlich auch Radläufe kontrollieren, sind die komplett, ist dort alles nichts aufgeblastert, keine Bubbles, kann man reinfassen, ohne dass es irgendwo knistert, knattert. Natürlich auch immer Ecken schauen, wo der Dreck reinfliegt von den Reifen. Dort müsst ihr auch auf jeden Fall reinschauen, reinfassen. Ja,
Dann gehen wir mal rüber Richtung Kofferraum. Der sollte komplett da sein. Bei unserem hier ist der wunderschön verklebt alles. Und wenn die drin steht, fängt es auch an zu arbeiten. Bei uns ist hier jetzt noch lange nichts passiert am Kofferraum. Aber da müsst ihr wirklich drauf achten. Feuchtigkeit im Kofferraum frisst euch irgendwann den beschissenen Kofferraum weg. Also da immer aufpassen. Die alten Dichtungen, so, sie können ganz schnell mal Wasser rauslassen, obwohl wir ja mit den alten nicht mehr so viel durch den Regen fahren. Aber nichtsdestotrotz seid ihr durch den Regen gefahren. Stellt die Kofferdeckel auf, lasst die Tür ein bisschen auf, dass alles abziehen kann. Nichts ist beschissener, als wenn das Wasser da drin einfach nur mit sich selber spielen kann. So, auf jeden Fall gute Sichtkontrolle, Kofferraum machen. Weitere Sichtkontrolle, Fasskontrolle, Radläufe auf beiden Seiten selbstverständlich alles. Auch hier steht die Tür tatsächlich nicht so schön. Auch hier müsste man tatsächlich noch nacharbeiten und die Einstellung besser machen. Die Autos sind natürlich noch aus richtigem Blech. Das sind keine Cola-Dosen wie teilweise die neuen Fahrzeuge. Das ist noch richtig anständiges Blech. Ich bin mal mit meinem 54er Bel Air in einen Audi 80 hinten reingerauscht. Bei mir war der Lampenring kaputt, die Lampe war selber auch kaputt und dem Audi fehlte der halbe Kofferraum. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie schwer da was war. So, dann wollen wir uns jetzt mal bei ihm hier mal den Motorraum anschauen. Wie es da aussieht. Hoha! Hier haben wir auch wieder einen wunderschön gepflegten Motorraum. Auch hier heißt es wieder schauen nach Leckagen, feuchten Stellen. Auch mal gerne wiederum den Vogelzehen hier gucken. Kein Schlabber, kein Schlamm, keine Verbindung von Wasser und Öl. Genauso wie reinschauen in den Kühlerbereich. So, sauberstes Zeug hier drin, kein Schlamm, kein Schmodder. Das heißt, der Motor scheint soweit in Ordnung zu sein. Auf jeden Fall auch hier wieder Sichtkontrolle. Wie sieht es hier drin aus? Ist alles gerade? Hat er vielleicht mal einen Unfall gehabt? Taschenlampe immer am Start haben. Einmal alles durchschauen. Sieht alles ordentlich aus bei unserem hier. Dann haben sie das hier wirklich wunderschön alles gemacht. Wieder mit Originalschildchen, mit Originalklemmen. Also der Motorraum hier ist wirklich exzellent schön gemacht. Ventildeckel haben wir schon geschaut. Wir ziehen aber zur Vorsicht nochmal den Dipstick raus hier und schauen uns das Öl so nochmal an. So, das sieht ganz ordentlich aus hier. So, es sollte auf jeden Fall Öl sein, nicht zu schwarz. Und auf gar keinen Fall irgendwie rehbraun. Dann haben wir irgendwo Wasser im Öl. Sprich, wir haben irgendwas an den Köpfen, Kopfdichtung oder. Das heißt also, dort wäre dann eine Motorrevision fällig, wenn wir da jetzt irgendwelche hellbraune Suppe finden. Dann können wir die Luke auch schon wieder dicht machen hier, ne? So, dann haben wir hier an dem Fahrzeug was ganz Geiles. Und zwar, watch it. Oldschool Park Distance Control. Das ist sozusagen der Bordsteintaster, damit man nicht mit den Reifen an Bordstein knallen kann, sondern erstmal der da Alarm macht. Und das hört man wirklich sehr gut drin. Preisentwicklung ist beim Thunderbird nicht so eine raketenhafter Aufstieg gewesen, zum Beispiel wie beim Mustang oder beim Charger. Die meisten Mopar-Dinger sind alle hochgeschossen. Thunderbird finde ich jetzt nicht so, dass der so einen rasanten Anstieg gemacht hat. Wenn ich zum Beispiel meine USA-Zeit nehme, 10 Jahre USA, ich glaube, ich habe nicht einen einzigen Thunderbird verschifft. Dafür habe ich wahrscheinlich 800 Mustangs verschickt. Auch der Thunderbird ist eine gute Investition. Ob der Preis da jetzt so raketenmäßig steigt, wie es zum Beispiel beim Mustang der Fall ist oder sowas, wage ich persönlich jetzt zu bezweifeln. Aber ich habe auch keine Glaskugel. Auf jeden Fall, man bekommt sein Geld garantiert immer wieder. Ist auf jeden Fall besser, als wie die Knete im Kopfkissen stecken zu haben. Das knistert nur beschissen, man wird nachts gestört. Und dann hat man doch lieber ein Stück altes amerikanisches Metall in der Garage, das einem spätestens am Sonntag einen riesen Spaß bringen kann, wenn man zu alten Ziele saust oder sonst irgendwas. Ja, liebe Freunde, das war's mit der Einkaufsberatung Ford Thunderbird. Hier in unserem Falle der Spezialname Bullet Bird, das war von 61 bis 63, wir haben hier einen 62er. Ja, wenn ihr keinen Scheiß kaufen wollt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, das Like und wenn ihr abonniert, sind wir lange zusammen und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mein bestes Stück.